Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Modbox. Ja, mein Lieben, und heute steht auf dem Tagesprogramm der Fendt-Favorit 4 Rundtauber. Und hier seht ihr ihn schön stehen, aber wir schauen natürlich erstmal in den Shop. Im Shop findet ihr den ganzen schönen Spaß unter Kompakttraktoren. Da schauen wir mal rein und da finden wir ihn ganz hinten. So, da ist das gute Stück. Wir können natürlich wieder wählen in der Felgenfarbe. Haben wir etliches zum Auswählen, wie gesagt, von Rot bis Standardgrau. Dann können wir die Hauptfarbe natürlich auch variieren von Fendt Standardgrün in Beige. Das sehen wir dann später beim Verdeck. Wir machen jetzt schon mal auf Beige. Und dann haben wir noch die Designfarbe. Da können wir natürlich auch wieder zwischen Fendt Weiß und Fendt Standardgrün wählen. Des Weiteren kommen wir zum Reifenhersteller. Da haben wir einmal Trelleborg und einmal Trelleborg Twin. Der Unterschied ist, wie ihr schon gesehen habt, bei Trelleborg haben wir die normale Standardbereifung, können wählen zwischen Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten und das war's. Dann gehen wir auf Trelleborg Twin. Da haben wir die Zwillingspflegebereifung hinten und die Breitreifen hinten, auch natürlich in Zwillingsbereifung. Des Weiteren die Zwillingsbereifung nochmal, ja, sieht schon stylisch aus, muss man sagen, auch vorn zu sehen. Und ja, das zu der Einstellung ist natürlich schon schön anzusehen, wenn der dann solche breiten Schlappen drauf hat. Schauen wir mal weiter. Die Auspuffvariante haben wir einmal den Standardauspuff, wie wir ihn hier sehen, und des Weiteren in Auspuff Chrom. Die Sitzbank gibt es auch in verschiedenen Varianten. Machen wir einfach mal so, da sehen wir das besser. Da haben wir einmal Standard, dann mit Sitzbank hinten an der Seite, den Bügel und den Bügel 1, da geht es schon in Richtung Käfig. Des Weiteren haben wir ein Verdeck und da habt ihr gesehen, die Hauptfarbe, die wir hier ausgewählt haben, ist beige. Das ist hier oben zu sehen. Okay, das glitscht hier natürlich ein bisschen durch, wie wir sehen. Könnte man besser machen, finde ich, dass das über den Bügel komplett hinausgeht. Allerdings ist halt eine Geschmacksfrage, ne? So, schauen wir weiter. Verdeck 2, da ist das Ganze dann schon in dem Sinne schöner gemacht, würde ich fast sagen. Und ja, das verkleidet das ganze Fahrerhaus bzw. die Fahrerkabine. Schauen wir mal weiter. Wir haben noch den Motorsound. Das ist einmal der Standardsound. Dann haben wir den Gangschaltungssound, den Standard- und Bremsquietschen-Sound. Ja, meine Lieben, auch die Bremsen können quietschen. Und dann haben wir die Gangschaltung und Bremsquietsch-Sound und das war's. Demzufolge kommen wir zur Motorausführung. Da haben wir satte 90 PS und können das Ganze noch variieren auf 110 PS. So, das war's dazu. Mehr gibt's da leider nicht. Und Frontladeranbau können wir uns auch auswählen. Entweder komplett ohne oder mit Frontladeranbau. Da gibt's auch noch eine Spezifikkeit. Da schauen wir, ne, ja, Basis soll das heißen. Und dann haben wir noch Basishydraulik. Wie ihr gesehen habt, springt das Ganze um zwischen so und so. Wie ihr seht, haben wir hier viele Varianten. Ich zoome das Ganze mal raus. Wir haben an der Zahl 11 Stück stehen. Wir schauen uns einfach das Ganze mal an. Da wird es jetzt ein bisschen ruhiger, denn da ist das Radio kurz verschwunden. So, wie ihr gesehen habt, die Reifenvarianten könnten wir ja durchprobieren. Da haben wir hier, ne, das Ganze optisch dargestellt. Natürlich das fette Ding. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, das sieht natürlich allerliebst aus. Ne? Gefällt mir jetzt schon. Boah, es ist einfach ein Traum. So, des Weiteren haben wir hier die Verdeckvarianten. Das habe ich einfach mal in dem Standort grün gelassen, denn ja, das sieht an sich soweit gut aus. Dann kommen wir auch mal zu den schönen kleinen Details, muss man sagen. Wir schauen einfach mal hier. Haben wir ja, ein Kennzeichen und ist ja nicht überall, ne? Ist klar, Kennzeichen, alles klar. Aber ich finde, das ist bei dem schon sehr gut gelungen. Auch optisch kann man hier bei den Reifen, das passt wunderbar. Die Details der Farbe, finde ich, ist auch sehr gut getroffen. Es ist absolut nicht verpixelt, ne? Hat man ja manchmal bei etlichen Mods, dass das so, wie soll man sagen, pixelfrei ist, ne? So, aber hier nichts dergleichen. Hier haben wir natürlich auch die schöne Chrom-Variante. Da kann man polieren wie ein Weltmeister. Und dann haben wir hier natürlich nochmal das Ganze in Breitreifen-Variante. Und ja, hier nochmal in Normal. Und mit diesem hier werden wir rumfahren, denn da ist natürlich von dem Gangschaltungssound, von dem Bremsquietsch-Sound alles mit drin.
Und das können wir uns dann gleich mal anhören. Zuallererst schauen wir natürlich mal in das Cockpit. So, wie wir sehen, alles schicki, ne? Schön spartanisch, wie das früher halt so war. Muss dazu sagen, kleine Anekdote von mir, ich habe früher auch so einen besessen und ja, war sehr zufrieden damit. Ne? Fand natürlich geile Marke. Und wir hören uns jetzt einfach mal den Sound an. Und wie ihr seht, es gibt natürlich keine große Veränderung zwischen, wie soll man sagen, Kabinensound oder den Außensound. So, wir zoomen hier jetzt mal ein bisschen raus und lenken mal ein bisschen ein, denn das Schöne, was man hier sieht, es ist natürlich auch, hier unten seht ihr, die Welle ist animiert in dem Sinne, habe ich mir schon ein bisschen versprochen, Entschuldigung. So, aber ist ja nicht so schlimm. Wir werden jetzt allerdings erstmal ein bisschen damit fahren. Und da könnt ihr natürlich mal hören, wie das Ganze hochschaltet. So, habt ihr gehört? Bremsen quietschen, wunderbar. Wir gehen nochmal. So, wunderbärchen. Und wie ihr seht, das Geile ist ja, selbst beim Schalten kuppelt er animiert, ne? Also der Fuß ist animiert, beim Bremsen geht er hier vorne auch auf die Bremse. Das nehmen wir nochmal von Nahaufnahme. Und hier hinten kommt natürlich ein Drängler, das kann ja so nicht sein. So, gehen wir mal schön auf die Bremse. Es ist natürlich ein Träumchen. So, den haben wir vorbeigelassen. Können wir hier gleich mal wenden, machen wir mit Blinker. In dem Sinne, das geht dann auch, wie wir sehen. Einmal links, den können wir wieder ausmachen. Und einmal rechts. So, setzen wir schön zurück. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Und dann machen wir natürlich auch mal die Beleuchtung an. Wie wir sehen, hier die normale Beleuchtung, können wir mal schauen, ob wir das auch in voller Fahrt hinbekommen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Und dann haben wir hinten natürlich noch einen Arbeitsscheinwerfer. Ja, dieser kleine hier, wunderbar, das funktioniert. Und innen drin seht ihr auch, ganz klein in dem Sinne, ist auch wunderbar animiert. Und zum Schluss schauen wir mal noch in die Lok mit rein, denn dieser Mod, man glaubt es kaum, ist fehlerfrei. Wie ihr seht, ne, wir können hier durchscrollen, da ist nirgendwo irgendwo ein Fehler zu sehen. Und von daher kann man den einfach komplett schön genießen und Freude dran haben. Zum Ende, es sind natürlich die Modder nicht zu vergessen, zumal es kommt in dem Sinne Giant Software, dann die Projektumsetzung ist von Polofreak 211 und das Grundmodell kommt von Michel 2 und Sträuber Heuber. So, das dazu, meine Lieben. Ich hoffe, die kleine Mod-Vorstellung hat euch gefallen. Lasst das Däumchen da, vergesst die Glocke nicht, denn so bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, ich sage erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.